Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Them and Us. Whoop, whoop. Ich muss mich kurz mal wieder zurechtfinden. Sind jetzt wieder einige Tage vergangen. Und da es ja auch unter anderem in den Kommentaren erwähnt wurde, dass wir hier Exkurse in Sachen Kunstgeschichte angehen, möchte ich euch gleich mal mitteilen, dass dieses Bild hier, das hier da hängt, falsch rum ist. Das ist von Caravaggio, die Kreuzigung Petris. Und wie man schon an der Figur ganz, also von uns aus gesehen, ganz links sieht, steht die falsch. Die muss aufrecht stehen. Das heißt, das Bild muss einmal mit dem Uhrzeigersinn gekippt werden, damit das Ganze richtig ist. Weil der Petrus, der da nämlich gekreuzigt wird, der liegt auf dem Kreuz. Der steht nicht in der Mitte irgendwo, sondern der liegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das so ein bisschen, das ist mir schon in den letzten Parts aufgestoßen. Ich habe das schon gesehen, aber ich wollte jetzt nicht ewig drauf rumreiten. Als wir in dem Raum hier 5 Stunden da waren, wo die Schallplatte hier eindeutig noch nicht lag, ja, da ist mir das schon aufgefallen. Aber jetzt muss ich es doch mal sagen. Also, ach Leute, wenn ihr schon irgendwelche Gemälde für eure Spiele benutzt, ne, dann nehmt doch wenigstens die Gemälde in der richtigen Auslage. Oder, es sei denn, da hatte jemand ein wenig Angst vor eventuellen, ich weiß nicht, gibt es so eine Art, gibt es Copyright bei Bildern? Sicherlich, ne? Also so, ja. Wir müssen wieder zurück, ihr Lieben. Wir müssen wieder zurück. Und zwar, wir haben den Statuenkopf, den habe ich jetzt eingesammelt, jawohl. Und wir müssen jetzt durch die Zombie-Hölle. Ich muss gucken. Sorry. Okay, wir müssen hier lang. Ja, verpiss dich. Doofer Zombie. Wir können theoretisch auch noch hochlaufen. Okay, in dem Gang müssen wir jetzt hier von links. Stimmt, die Tür, die Treppe runter war verschlossen. Ich glaube mit einem Mondschlüssel oder so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Wir müssen durch die große Tür, dann durch die andere große Tür und dann schauen wir mal, dass wir irgendwie ja, den Ort wiederfinden, an dem wir den Kopf einsetzen müssen. Ich bin ehrlich gesagt ein wenig raus. Es ist wieder ein wenig... Ui. Hä, nee, das ist doch jetzt falsch. Jetzt komme ich doch zur Treppe. Nee, das ist falsch. Hä? Hier lang. Gott. Und dann hier durch diese Doppeltür, genau. Und wir haben aber eventuell Gegner vor uns. Mal schauen. Aber wir haben noch... Stimmt, der bricht nicht aus, solange wir nicht da in die Nähe kommen. Aber der Gang hier, der müsste ziemlich zombieverseucht sein. Können wir den Raum hier schon öffnen? Vesta, okay. Vesta, mein Bester. Hier müsste das Badezimmer sein, oder? Ah, okay. An den Raum habe ich mich sogar erinnert. Mensch. Schön. Ah, Leute, das wird nie so gut. Ah, wo sind wir denn? Zum Glück wurde uns angezeigt, wo wir sind. Wir probieren einfach mal. Okay. Wir haben zumindest einen Raum erreicht. Das ist der richtige... Nee, das ist der falsche Raum. Fuck it. Okay. Die Frage ist halt wirklich, war der Raum oben oder unten? Aber wir können uns das vielleicht logisch erschließen. Guck mal, der Raum... Aha, unten sind keine Räume mehr offen. Das heißt, der Raum ist auf jeden Fall oben. Das heißt, wir können hier locker abkürzen. Dann müssen wir uns den Zombies im Gang nicht stellen. Das macht die Sache natürlich etwas leichter. Okay. Es gibt denn einen Safe-Raum, in den habe ich irgendwas gelegt. Ich glaube, es war irgendwas mit Heilung. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Okay, hier ist natürlich auch noch ein Zombie. Der wirkt aber nicht besonders gefährlich. Das heißt, wir müssen uns um den nicht kümmern. Oh! Ah! Na, ah, shit!
Das ist jetzt aber unfair mit dem festgebackten Arm. Ich dachte halt wirklich... Ach, Mann. Shit. Ich dachte halt wirklich durch diesen festgebackten Arm, dass der da irgendwie noch steht, ne? Okay, dort haben wir einen Spiegel. Da sehen wir, dass das Geräusch von den Zombies von nicht von hier oben kommt, sondern anscheinend von unten. Moment, ist die Tür hier neben... Nee, die ist zu. Okay. Schlüssel haben wir auch nicht im Inventar. Sorry, Leute, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Es ist jetzt tatsächlich schon wieder ein bisschen hier. Asche auf mein Haupt. Genau, das war hier der... Wow! Okay, cool. Jetzt habe ich mich kurz mal erschrocken. Aber nur ganz kurz, hier müsste doch auch eigentlich ein Zombie sein, oder? Hallo? Ja? Ja, komm. Okay, der ist zumindest umgefallen. Das ist schon mal gut. Okay, er blutet. Das ist auch gut. Haben wir uns hier schon umgesehen? Ich glaube, die Tür hier ist zu, ne? Locked from the other side. Okay. Hier wäre ja so ein... Ich drücke immer den falschen Knopf. Entschuldigt bitte. So. Warte mal. Hä? Ach so, okay. Ja, ich verstehe. Okay, das heißt, die Tür ist die einzige, die wir nehmen können. Der Raum war das. Genau, genau, genau. Oder? Hier vorne müsste die stehen, die Stadt. Jawohl. Jawollig. The statue's head is missing. Dann benutzen wir doch mal den Kopf. Und du? Light Crystal. A warm glowing shard of unidentified crystal. Oh, wir haben bestimmt... Funkel, funkel. Funkel. Funkel, funkel, funkel. Okay, nachladen können wir nicht. Die Puste ist anscheinend voll. Ich bin gerade etwas... Ja, wie soll man sagen? Nicht überfragt. Also doch, ja, überfragt, aber... Leute... There is no handle to open this from the side. Sonnensymbol. Die Sache ist jetzt die, ich weiß nicht, wo wir einen Kristall einsetzen müssen. Ich weiß es nicht, Leute. Das Problem ist, selbst wenn das jetzt schon war, ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht sollten wir wirklich... Das ist jetzt meine... Oh. Ja gut, 4 Schuss frisst die Alte. Das geht doch. Vielleicht sollten wir uns hier nochmal kurz umsehen. Hier war ja auch Zombies. Ich bin Alicia. Ich war nur mit meinem Vater so ein bisschen hunting und so. Und ich kann eigentlich gar nicht... Oh, Sekunde. Kurze Pause. So. Sorry für den kurzen Cut. Weiter geht's. Was hatten wir denn hier hinten noch? Oh. Ach, scheiße. Das ist ja diese Tür. Ach, Mann. Ah, okay, aber man kann von der nur durch eine Seite rein. Okay, okay, okay. Okay. Wo muss dieser Dreckstein hin? Ich mach das, wie gesagt. Wir gehen zurück zum, was denke ich auf der Seite? Achso, hier waren wir schon, ne? Ja. Okay. Wir gehen zurück. Das Gute ist, dass die Zombies, die wir ja einmal getötet haben, auch wirklich dann entsprechend tot sind. Was ist denn mit dem Bild hier passiert gerade? Ah?
Ich drücke immer den falschen Knopf, entschuldigt bitte. Okay, durch die Tür hier können wir immer noch nicht. Minerva. Den Typen hier hatten wir umgebracht. Dann gehen wir hier durch die Neptuntür. Also durch die ehemals Neptuntür. Achso, dann müssen wir ja jetzt theoretisch wieder runter. Weil... Wo bin ich denn? Ach, da... Ha! Die eine Tür war ja verschlossen. Ja, kletter runter. Skip, 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 skip. Ich wollte gerade sagen, wo ist B? Oh Gott. Okay. Ach nee, unten... Hier unten war gar... Doch, hier war eine Tür. Und zwar hier hinten. Ums Eck. Jawohl. Genau. Und dann laufen wir jetzt ganz fancy einfach hier wieder den Weg zurück. Nicht dahin, da war das Badezimmer, sondern hier raus. Genau. Oh, nicht da lang, hier lang. Um zu verhindern, dass der Zombie durch das Glas bricht. Hier raus. Nee, Quatsch, das war falsch. Da kommen wir nur in diesen Gang, wo wir auch den Kopf gefunden haben, ne? Ja. Ich finde das Design von dem Haus wirklich cool irgendwie. Ich weiß nicht. Das ist echt cool. Muss man schon sagen. Hier müssen wir aber lang. Okay, jetzt sind wir wieder in der Haupthalle. Schauen wir mal, wie viel Kugeln habe ich eigentlich noch? 9. Das war ja sehr ambitioniert, Mr. Zombie. Erstmal abchecken, was wir hier haben. Eins. Oh, da hängt das Bild richtig, Leute. Und da liegt eine Datei, die ich lesen kann. Aber der Zombie ist mir auf den Fersen. Was ist das hier? Locked. There is a small golden keyhole. Wir brauchen einen kleinen goldenen Schlüssel. Habe ich nicht einen kleinen goldenen Schlüssel irgendwo? Oder haben wir den schon benutzt für irgendwas anderes Schmutziges? Okay, die will nichts von uns. Warte mal, welche Türen sind denn hier überhaupt offen? Die Tür ist zu. Sonnensymbol, okay. Der Sonnenschlüssel öffnet anscheinend eine ganze Menge an Türen. Oh, hier ist die Caravaggio, Judith. Da hinten, Leute. Im Hintergrund. Oh. Wie viel Schuss hat der denn gefressen? The owner of this place must be very sick. Aber wenn man das sich jetzt mal anguckt, Caravaggio taucht öfter in Horrorspielen auf, aufgrund dieser krassen Hell-Dunkel-Malerei. Das nennt man im Italienischen Chiaroscuro. Chiara und Scuro, also hell und dunkel. Und wie man hier sieht, ich hoffe, das sieht man relativ gut, ich glaube schon. Das ist, wie gesagt, die Caravaggio. Obwohl, Moment, das sieht irgendwie abgeändert aus. Sekunde, ihr Lieben. Das ist, glaube ich, nicht das Original. Die Judith sieht anders aus. Warte mal, Cara... Vaccio, Judith. Judith und Holofernes. Ja, Tatsache. Junge, die haben einfach die Judith geändert. So kann man. Und die Dienstfrau da quasi, die
also die Helferin von ihr, die da schon steht mit dem Beutel in der Hand, die sieht auch anders aus. Ich wollte gerade sagen, das Sujet kenne ich, aber die Figur sieht völlig anders aus. Also googelt das ruhig mal. Caravaggio. C-A-R-A-V-A-G-G-I-O. Caravaggio. Michelangelo Merisi da Caravaggio. Das ist der volle Name des Künstlers. Judith und Holofernes. Und schaut euch das mal an. Die haben mir einfach übelst assi einfach die Damen geändert in diesem Bild. Auch schön. Kann man mal machen, ne? Okay, diese Statue will nichts von uns. Das finde ich zum Teil gut, zum Teil nicht. Was ist hier? Yes! Noch der Vinyl. Vinyl-Record. Examinein. Okay. Die hat aber keinen Komponisten drauf. Okay, die Tür hier ist auch verschlossen. Erdsymbol. Wow! Wow, Junge! Ocupado! Der ist ganz schön zackig, ne? Okay, wir gehen durch den einzigen Raum, den wir hier anscheinend betreten können, durch diese Tür. Oh. Moment, ich muss kurz den Timer wieder, ups, wieder anschmeißen. Achso, da ist er. So. Ich habe nur noch zwei Schuss, es lohnt sich nicht, die in diesen Herrn hier zu verbraten. Oh. Komm. Hä, wie komme ich denn hier runter? Hä? Hä? Die Ecke hier hinten sieht ein bisschen komisch aus. Ja, das verstehe ich jetzt nicht so. Ah! Okay, cool. Was ist denn hier in der Mitte? Och nö! Oh Gott! Okay, da war ich etwas waghalsig. Chef James, no to stuff. Aaron. Okay, kannst du bitte jemanden aus der Küchenbesetzung sagen, dass die Uhren im ersten Stock resettet werden müssen? Ich weiß, der Master, wie ist denn eine akkurate Übersetzung für Master? Ist das so ein Hausherr? Der Hausherr, oder? Mag es, dass Dinge sehr präzise sind. Du musst wahrscheinlich die Küchenuhren doppelt checken. Die eine von denen neigt dazu, öfter mal stehen zu bleiben. Und ich möchte dafür sorgen, dass die Mahlzeiten ja rechtzeitig quasi oder Zeit zur genauen Zeit halt quasi erfolgen. Chef James. Aber hier ist das Bild richtig rum. Freut mich. Irgendwann ist es denen nochmal aufgefallen, so ey, wir machen hier die ganze Zeit irgendwie. Oh.
Kann sein, dass die immer nur so drei Schritte richtig hart humpeln können und dann ist schon wieder vorbei. Wow! Nein! Hey! Nein, 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 nein! Oh shit, sie ist angeschlagen. Komm. Das Gute ist, wir können uns jetzt die Pistolenmuni hier aus der Mitte zerren. Jo. Das war so klar, dass du aufstehst. Das war so klar. Ja, ja. Ach komm. Er hat keinen Arm mehr. Was ist denn da los? Geh weg. Okay, cool. I feel something dark and evil coming from this. Oh. Crystal is in place. Und nu? Wo kommt denn das Ding jetzt her? Monkey. Habe ich den schon die ganze Zeit entdeckt gehabt? Theoretisch so? Sonne? Ich glaube, der Kellerschlüssel hier ist ein Mondschlüssel gewesen. Yes! Aber den haben wir trotzdem noch, natürlich den Mondschlüssel. Denn der öffnet noch einige andere Türen. Ah, hier ist die Küche! Das ist ja fancy hier. Wie viel Schuss haben wir? Nicht viel. Wieso finden wir ein Magazin, nur um den Typen, der das Magazin hatte, dann gleich wieder umzunehmen? Ach komm! Schuss! Komm! Oh. Ja. Wow, das hat sich voll gelohnt. Oh, was hängt denn hier? Gedärme? Die nehme ich. Gratis. Gedärme. Es ist so schwer abzuschätzen, ob die jetzt tot sind oder nicht, ne? Okay. Old Key. Old Key. Warren Small Key. Okay. Ein abgenutzter alter Schlüssel. Du stehst doch auch gleich wieder auf, oder? Erzähl mir doch nichts. Table clock, it's not working. I can see a small paper below it. Move the clock, ja. The note reads 6:40, dinner time. Boop, 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 boop. Aber der Uhr fehlten auch die Zeiger, ne? Okay, wir rennen vorbei und lassen uns beißen. Whoop. Okay. Keine Muni mehr und of caution. So lobe ich mir das. Dann... Laufen wir erstmal wieder zurück in den Todesgang des Todes of Doom.
Ich habe mir leider jetzt so präzise nicht gemerkt, welche Türen... Mondtüren waren. Wir können ja hinten... Nee, hinten war eine Minerva-Tür, ne? Nee, Vesta. Okay, Vesta. Vesta. Wow, scheiße. Nee, da gehen wir lieber in die Bibliothek. Und umgehen das Problem in dem Fall. Indem wir halt hier die Leiter hochsteigen und dann einfach nur... Warte mal, ist hier unten noch... Warte mal, nee. Ist hier unten in der Bibliothek noch eine Leiter? Eine Tür? Nein. Gut, dann steigen wir die Leiter einfach hoch. Und hier oben ist ja jetzt nur die eine verschlossene Tür, aber da ist auch ein Zombie. Okay. Macht nix. Links vorbei. Jawohl. Oh. Oh. Okay. Das lief doch. Ganz gut. Habe ich mich überhaupt schon mal hier umgeguckt? Ich glaube schon, aber... Ah. Ich komme ja wirklich die Treppe hoch. Fuck. Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich vorgehen soll. Du da, das finde ich nicht so toll. Du da, hey. Das ist halt die Frage, wofür benötigen wir den alten Schlüssel? Also ich habe jetzt einmal komplett Heilung. Das ist jetzt erstmal... Ich weiß halt auch nicht, ob ich jetzt die Schallplatte verbraten soll, ne? Wo sind denn die überhaupt, wenn ich jetzt die Tür aufmache? Sind die resettet oder stehen die hier oben noch? Sind resettet. Nein, sind sie nicht! Huh. Aber... Oh, es sind Kotz-Zombies. Cool. Oh, nein, bitte! Bitte nicht! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Monkey! Ja! Hä? Alter, hier ist doch einfach nur der Anfang. Scheiße. Das ist doch einfach nur ein scheiß Scherz, oder? Ach, scheiße. Ah, ich habe hier nicht alle umgebracht, oder? Okay, irgendein Mechanismus. Hallo. Leute, 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 Leute. Okay, hier geht's irgendwie nicht durch. Das heißt, es bleibt nur dieser Weg hier durch. Aber wofür ist denn jetzt dieser Old Key?
dachte gerade, da hat was geblinkt. Wo kommen wir denn hier unten lang? Okay, keine Elektrizität. Das macht das Ganze natürlich schwierig. Die Tür ist offen, genau. Hui. Oh, wow, 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 wow. Die Tür müsste auch gehen. Sonnensymbol. Hä, was ist das? Oh, Bandagen. Cool. Okay. Oh. Okay. Sonnensymbol ebenfalls. Ist das euer Scheißernst? Okay, wir haben wieder Muni. Was gut ist, aber irgendwie hier das Ganze nicht weiter zu bringen scheint. Das Feuer ist zu stark. Ach, hier drüben liegt noch diese Paste, die wir aber auch nicht aufsammeln können. Also gegen die ganzen Zombies hier habe ich definitiv keine Chance. Warte mal, hier lag doch nochmal Bandage, ne? Das habe ich doch gerade aus dem... Ach nee, dieses Schmierzeugs. Warte mal, wir können das Ding erstmal leaven. Dann sammeln wir diese Schmierpaste auf. Dann kombinieren wir das miteinander. Das ging ja, jawohl. Jetzt können wir den Key wieder aufsammeln. Die Mondscheinsonate läuft immer noch fleißig vor sich hin. Und ich habe absolut keine Ahnung, wo wir hin müssen, Leute. Wir haben einen alten Schlüssel, der aber irgendwie nichts öffnet. Was liegt denn in dem Speicherraum da oben? Ach, das Messer. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich bin ehrlich gesagt etwas überfragt. Ich glaube, ich speichere erstmal ab. Wir speichern mal. Warum nicht? Mal gucken, was jetzt für schöne Musik kommt. Kenne ich nicht, aber finde ich auch schön. Okay. Ja, dann beende ich hier erst einmal den Part, ihr Lieben. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir finden im nächsten Teil weiter. Ich will mal ganz ehrlich sein, ich halte es ja immer relativ transparent, hoffe ich zumindest. Ich glaube, ich werde eventuell nachgucken. Ich bin mir nämlich überhaupt nicht sicher, wofür ich diesen alten Schlüssel brauche. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Examine a worn small key. Ach. Und ich kann mich wieder nicht erinnern, wo wir den irgendwie mal, wo wir sowas irgendwie mal gebraucht hätten. Oder war das in der Küche? Nee. Warte mal. Wir haben gerade gespeichert. Wir probieren das mal ganz kurz. Weil ich bin gerade überrascht, dass es ja doch schließlich stimmt, in der Küche noch einen. Vor allem dieser Lichtstrahl ist irgendwie komisch. Dem müssen wir doch noch mal auf den Grund gehen. So.
Zombie. Strange Mechanism. Okay, cool. Oh shit. Hui. Hä, wie kann der mich packen? Er hat nur noch einen Arm, verdammte Scheiße. Und ich bin verletzt. Junge. Der einarmige Bandit hat mich. Okay. Ja, nee, gut. Ich glaube, ich werde dann wahrscheinlich nachsehen. Und wir sehen uns dann, wenn ich den Speicherstand wieder neu geladen habe. Dankeschön fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!